Mit diesem Duschspiel werden die Kinder dazu gebracht, vor dem Schwimmen sich lang genug und mit Spaß zu duschen. Am Anfang des Schwimmkurses werden die Kinder im Wasser vertraut gemacht. Dazu gehört unter anderem das Springen ins Wasser und das Schwimmen auf den Poolnudeln. Das Abstoßen vom Beckenrand gehört zum erfolgreichen Schwimmen. Und nach einer Woche Übung klappt das mit dem Springen schon ganz alleine. Auch das Tauchen muss geübt sein. Die ersten Schwimmversuche sind auch erfolgreich. Closed off from love, I didn't need the pain. Once or twice was enough, and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round, thinking I'm going crazy. Am Ende jeder Stunde dürfen die Kinder noch rutschen gehen, damit sie am nächsten Tag wieder mit viel Motivation und Freude kommen. Markus Jonas ist schon seit vielen Jahren Mitglied und ist auch im Vorstand als technischer Leiter Ausbildung tätig. Das Training ist aufgeteilt in verschiedene Gruppen. Dort üben die Kinder alters- und leistungsgerecht, bereiten sich auf den Erwerb der deutschen Jugendschwimmabzeichen vor und lernen die Grundschwimmtechniken Brustschwimmen, Kraulschwimmen, Rückenschwimmen. Das Kinderschwimmtraining findet montags und donnerstags statt. Treffen hierzu ist am DLRG Vereinsheim. Gemeinsam geht die Gruppe dann ins Schwimmbad. Die
Jugendlichen üben schon früh das Rettungsschwimmen. Ausbilder wird man, um die eigenen erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten an andere weitergeben zu können. Spaß macht insbesondere zu sehen, wie sich die Kinder entwickeln. Die Rettungsschwimmer wärmen sich mit einigen kleinen Übungen auf. Der Umgang mit den Rettungsgeräten muss ständig geübt werden, damit jeder Handgriff im Ernstfall sitzt. Nicht jeder Mann kann gegen den Strömungskanal schwimmen. Die DLRG Schweich probt es regelmäßig. I just wanna live.